Perfekt. So, jetzt kannst du einfach auf den Loader hinten mit der Schnur. Das hat uns auch ein bisschen Literatur mitgebracht. Wir haben jetzt sehr viel. Also eigentlich hallo. Genau. Funktioniert das? Von Top. InnerCube finde ich auch eine super Firma, muss ich sagen. Finde ich sehr empfehlen. Genau, da haben wir hier ganz neue Service Meshes. Das ist, glaube ich, jetzt aus der Masterarbeit wieder Hanna mit entstanden, mit dem genau. Eva zusammen. Das ist der aktuelle heiße Scheiß. Von uns, dem Kollegen, der hier angefangen hat, habe ich vor 3 Wochen in den Workshop von Eberhard sogar geschickt. Ja. Genau. Von Gernot, hier Akt 72. So genau, du und du. Genau, die waren auch auf der Continuous Lifecycle. Ne? Wir waren natürlich auch dort. Naja, wunderbar. Container. Was der Kollege da mit dem war Jonas im Kopf wenigstens. Nee, ey, doch. Wie gesagt, wir wollen ihn. Habe ich ihn da gemacht? Haben wir so anders gemacht? Waren wir da bei dem SAP mal? Wenn ich das höre, bei Lumi gegen SAP, also. Bei Lehmann war man der Alte, der war ein Deadline. Genau. Ja. Also von mir aus können wir anfangen. Hm? Von mir aus können wir anfangen. Genau. So würde ich das weil dann würde ich jetzt mal streamen Aufnahme schauen. Achso, genau. Für dich, du musst überhaupt eigentlich, haben mich gar nicht eingewiesen oder ich irgendwie das. Ich habe auf Meetup, eben in den Meetup-Kommentar gesehen, dass es gestreamt wird. Witzigerweise, irgendwie vorgestern hat mich jemand auf Twitter gefragt, ob es einen Livestream geben wird. Und dann habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Also weiß ich nichts davon. Das ist halt so krass, weil wir das machen und es kriegen alle anderen Meetups. Ja, wir machen mittlerweile. Wir machen mittlerweile Aufzeichnungen von dem Meetup. Wir haben auch so einen HDMI-Grabber jetzt auch sowas. Hallo. Genau. Wer kennt euch Grafe? Gehört? Gelesen. Sehr gut, dann seid ihr halt so ein bisschen runter. Keine Native gebaut. Ihr seid alle wichtig, wenn ihr heute so einen richtigen Meetup bekommt. Also darf ich jetzt alle begrüßen, also hier und daheim an den Empfangsgeräten sozusagen. Genau. Ja, also ich wurde ja schon vorgestellt und ich freue mich wirklich, dass ich hier bin. Ich bin nun gerade, weil es so passte, 2 Wochen in der Heimat und dann habe ich vor ein paar Wochen den Benjamin angeschrieben, habe gefragt, ja, wie sieht es aus, Talk bei der JOG Thüringen und dann sind wir uns da gleich einig geworden, finde es eigentlich prima. Ich habe schon überlegt, soll ich in ortsüblicher Sprache den Vortrag halten? Also ich kann, das Problem ist, ich bin jetzt schon so lange in München, dass ich das teilweise vermischt und das ist einfach nicht gut. Das kann eigentlich niemand wollen. Genau, also ich bin seit Anfang des Jahres bei InnoQ und mein Hintergrund ist so ein bisschen, ich war vorher sehr lange an der Uni, habe da so theoretische Informatik gemacht, deswegen habe ich auch so ein bisschen ein Faible für Programmiersprachen und Programmiersprachdesign. Und GraalVM ist ja ein richtig heißes Thema, weil alle reden darüber, GraalVM mit Microservices zu kombinieren, kriegt man so kleine Binaries raus, die schnell starten, und dann muss man nicht irgendwie so eine JVM hochfahren, was irgendwie sehr anstrengend ist und die Binaries sind irgendwie sehr klein, das ist alles ganz cool. Aber es gibt noch so ein anderes Feature von dieser GraalVM, nämlich diese Truffle API, daher auch der Titel des Vortrags, die ich sehr cool finde und auch sehr universell einsetzbar, deswegen auch der Titel des Vortrags, also es ist so eine eierlegende Wollmilchsau, diese Truffle API. Und tatsächlich ist das schon alles sehr, sehr lange in Entwicklung. Also ich weiß nicht, wer damit schon mal sich auseinandergesetzt hat. Es gibt ja sehr, sehr viele Artikel auf Heise und auch sonst wo über die GraalVM. Angefangen hat das, glaube ich, schon 2011 oder so. Haben die damals noch nicht bei Oracle, das waren dann irgendwelche, das war irgendwie so eine unabhängige Gruppe aus so einem Wissenschaftler und noch so ein paar Leute, die da dran hingen. Und dann sind die dann irgendwie zu Oracle Research oder Oracle Labs, wie das heißt, glaube ich, in der Schweiz gekommen. Und dort machen die also seit einer ganzen Weile und die haben da so Betas gemacht irgendwann. Und ich glaube, erst dieses Jahr ist da so eine Stable-Version rausgekommen, also eine 1.0.
Das war also sehr lange wieder dran rumgewurstelt, aber ich muss wirklich sagen, es ist echt gut geworden. Also Good Ding will anscheinend doch Weile haben. Genau. Ich möchte nicht über diese Native Image Geschichten reden, sondern ich möchte eben über diese Truffle API reden. Und will aber erstmal noch mit einem historischen Abriss anfangen. Warum braucht es das und was ist so in der Zwischenzeit seit damals passiert? Also 1994, erste Version der JVM, da war ich auch noch nicht in der Grundschule, also da hatte ich auch noch gar keine Ahnung, was die JVM ist, was man da macht. Und die JVM war an sich eine coole Technologie, weil sie so Dinge wie Garbage Collection und Speichersicherheit erstmal richtig krass populär gemacht hat. Also was, wenn man das, es gab zwar damals auch schon andere Sprachen, die das konnten, also ML zum Beispiel ist auch eine sehr alte Sprache, die das schon seit den 70ern konnte. Java hat das so ein bisschen in die Industrie reingebracht, dieses Konzept. Und alle haben das dann irgendwie benutzt und fanden das cool, dass man jetzt nicht mehr von Hand malloc und free aufrufen muss oder irgendwie gucken muss, dass die Referenzen korrekt sind. Und gucken, dass alles typsicher ist, war also ein ziemlich neuer Schritt. Andererseits aus Sprachdesign-Sicht war Java 1.0 eigentlich gar nicht so richtig toll. Also diese Sprache war relativ primitiv, das Typsystem konnte man eigentlich in die Tonne treten. Es gab halt irgendwie so Objekte, da konnte man irgendwie Sachen inheriten, aber sowas wie Generics gab es einfach nicht. Und das war in dem Sinne eine Sprache, die vielen anderen unterlegen war. Was bestimmte Sprachkonzepte gibt. Also da gab es Sprachen schon in den 60er und 70er, die waren schon deutlich ambitionierter, sind dann aus anderen Gründen gescheitert. Aber das jedenfalls Punkt, die JVM als super coole Technologie, die da so rauskam, die Sprache Java, naja, okay. 2001 dann, also da ist erstmal eine Weile lang nichts passiert. Die Leute von Sun, die haben richtig viel Marketing gemacht und haben das so in die Unternehmen reingetragen, alle haben das dann benutzt. 2001 wurde dann erstmals das Versprechen wahr, dass man auf dieser Java Virtual Machine auch noch andere Programmiersprachen ausführen kann. Also nicht nur Java als solche, sondern eben auch Python und Ruby. Da gab es dann eben dieses JSON und JRuby. Witzigerweise, die beiden gibt es auch immer noch. JSON ist immer noch auf Python 2.7. Ich weiß nicht, ob die irgendwann mal eine Python 3-Version rausbringen werden. JRuby weiß ich auch nicht genau, wie da der aktuelle Stand ist. Die hängen, glaube ich, auch ein bisschen hinterher. Also diese Projekte gibt es noch, aber ich glaube, die werden nicht mehr so aktiv weiterentwickelt. Aber jedenfalls eine coole Sache, weil damit hat man quasi zeigen können, man kann nicht nur statisch getypte, kompilierte Sprachen auf der JVM ausführen, sondern man kann im Prinzip auch so dynamische Sprachen, so Skriptsprachen, wie man das damals noch genannt hat, ausführen. Heute würde, glaube ich, niemand mehr Ruby und Python als Skriptsprache bezeichnen. 2003 kam dann die erste Version von Groovy. Hat schon mal jemand Groovy benutzt, außer Gradle-Skripte zu schreiben? Ja, Jenkins-Plugins, okay, ja, ja. Ich habe mal vor einer ganzen Weile so eine Grails-Applikation gebaut, also dieses Groovy-Äquivalent von Ruby on Rails, fand ich irgendwie witzig. Groovy hatte so den Anspruch, wir machen Java, aber cool. Und wir machen so ein paar Syntax, noch ein bisschen Syntax-Sugar dazu. Und wir machen das Typsystem ein bisschen dynamischer. Wir haben so Lambdas und so ganzen Kram, also das coole Zeugs. Groovy war tatsächlich mal an so einem Punkt, dass es eigentlich in den Standard aufgenommen werden sollte. Also es gab so ein Java Community Process Dingens für Groovy. Ich weiß nicht genau, warum das gescheitert ist. Jedenfalls hat man sich dann irgendwann dafür entschieden, Groovy als eigenständige Sprache weiterzuführen und das nicht irgendwie in den Java Standard mit reinzunehmen. War aber wieder noch ein Beispiel darauf, ja, man kann eben auch alternative Programmiersprachen auf der JVM laufen lassen. Und Groovy ist halt so eine coole Sache, weil es sieht syntaktisch sehr ähnlich wie Java aus, kann aber bestimmte Dinge einfach ein bisschen besser. Ja. Ein Jahr später, also ihr merkt schon, da ist jetzt so die Entwicklungsgeschwindigkeit nimmt so ein bisschen zu, was das Sprachdesign betrifft. 2004 kam dann Java 5 raus mit Generics. 2004 war dann so noch nicht, also ungefähr so zu dem Zeitpunkt habe ich dann angefangen, dass ich so Java auf dem Schirm hatte. Das heißt, ich habe glücklicherweise nie Java-Code vor 5 verbrochen ohne Generics. Ich bin da also komplett unschuldig, aber einfach nur, weil ich so spät geboren bin. Sonst wäre ich da wahrscheinlich auch schuldig geworden. Da kam dann eben dieses Ding mit den Generics raus. Und das war in der akademischen Welt ein ziemlicher Paukenschlag. Das liegt einfach daran, dass die 4 Leute, kann die jemand aufzählen, die 4 Leute, die hinter Generics Java stehen, also die Gang of 4, aber nicht die mit den Pattern, sondern die mit den Generics. Da war zum Beispiel der Martin Oderski beteiligt. Martin Oderski, vielleicht dem einen oder anderen bekannt für Scala. Dann gab es da noch den Philipp Wardler. Der Philipp Wardler
ist einer der ursprünglichen Entwickler von Haskell gewesen. Da war also richtig viele, da war richtig viel akademisches Know-how damit beteiligt. Tatsächlich, der Java-Compiler mit Nginx, der wurde quasi von Grund auf neu geschrieben, weil das Typsystem sich komplett geändert hat. Sie haben es aber irgendwie geschafft, Kompatibilität mit den alten Sachen beizubehalten. Und ich glaube, schon einige Versionen zuvor waren die Nginx schon drin im Compiler, sie waren nur ausgeschaltet. Und irgendwann mit Java 5 hat man sich dann getraut, das anzuschalten. Und dann musste man plötzlich gar nicht mehr so viel casten. Also konnte man irgendwie eine Liste von String haben und nicht nur eine Liste von Object und musste das irgendwie nach String casten und hat ständig Class-Cast-Exceptions gehabt und sowas. Hat man mir zumindest gesagt, ich habe es selber nicht erlebt. Und dann konnte man das plötzlich viel cooler machen. Dann konnte man die C++-Syntax, die man vielleicht noch kannte, konnte man weiter benutzen, um eben etwas typsichereren Code zu schreiben. Und ich finde das eigentlich das sollte man auch mal würdigen, dass das eine richtig gute Leistung ist, dass sie es wirklich geschafft haben, so ein altbestehendes Konzept wie Nginx mit so der Syntax von C++ so zu implementieren, dass der JVM einfach Sinn macht und dass es rückwärtskompatibel ist. Die Leute von Microsoft haben das in C# auch implementiert, die Nginx, haben es aber nicht geschafft, die Kompatibilität so herzustellen. Die haben da im Prinzip bestimmte Sachen einfach duplizieren müssen. Da gibt es halt jetzt einfach eine ungetypte Liste und eine getypte Liste. Die sind einfach separat. Und das liegt nicht daran, dass die irgendwie dumm sind oder so, sondern die haben halt einfach anderes Trade-off gemacht. Aber ich finde das deswegen in Java, finde ich das cool, dass sie den Trade-off so hingekriegt haben, dass es wirklich rückwärtskompatibel ist ohne Ende. Das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum Java so eine Erfolgsgeschichte ist, dass man eben so das alte Zeug weiterhin einfach benutzen kann. 2004, im gleichen Jahr, kam auch die erste Version von Scala raus. Und bei Scala hat sich der Martin Oderski gesagt, okay, Generics in Java sind cool, aber wir werden wahrscheinlich nie Java so weiterentwickeln können, wie ich das gerne hätte oder wie wir das gerne hätten als funktionale Programmierer. Und dann machen wir einfach eine eigene Sprache. Das ist auch so, Scala ist da auch noch nicht, also es ist auch nicht das wirklich erste Version von Scala, es gab noch einen Vorläufer von Scala, der nannte sich Pizza. Das war noch eine aufgebohrte Version von diesem Generic Java, also da gab es sehr viele Irrungen und Wirrungen. Und dann irgendwann kam das da raus und in Scala hat der Martin Oderski gesagt, okay, wir machen JVM Bytecode, wir wollen Java-Code aufrufen können und umgekehrt. Und das soll auch alles typsicher sein, also nicht wie jetzt Groovy, wo bestimmte Sachen einfach nicht getypcheckt werden können. Aber die Syntax ist anders und das Typsystem ist irgendwie noch geiler als das von Java. Und es hat einfach funktioniert, also es geht. Und Scala ist ja auch eine Erfolgsgeschichte. Also mittlerweile sind so viele Unternehmen, die irgendwie in Scala investiert haben und da ihre Produkte drin bauen. Das ist wirklich erstaunlich. Genau, 2006, zwei Jahre später, kam dann Java 6 raus. Dazu mal haben sie noch zwei Jahre für Major Release gebraucht. Das geht jetzt mittlerweile ein bisschen schneller. Da gab es dann diese Scripting-API und die Java-Compiler-API. Das finde ich sehr spannend, weil mit dieser Java-Compiler-API kann man quasi zur Laufzeit Code nachkompilieren und den dann auch laden. Also Code laden ging ja schon immer mit den Class-Loadern. Damit haben sich dann die Leute so Application-Server gebaut, wo sie halt irgendwie so Sachen in den separaten Class-Loader reinladen können, dann ist es irgendwie isoliert und dann kann man das auch dynamisch nachladen, was für das Deployment sehr schön ist. Also man konnte plötzlich Zero-Downtime-Deployments machen, was vorher nicht so unbedingt ging oder nicht so einfach ging. Und mit dieser Java-Compiler-API konnte man also jetzt auch zum Beispiel hergehen und irgendwelche Plugin-APIs bauen, wo man einfach so Code reinpasten kann und dann wird der kompiliert und dann wird der da reingebunden. Und das ist alles so aus einem Guss, was ich persönlich sehr attraktiv finde. Und für so Leute, die so Sprachdesign mögen, ist das natürlich eine super Sache, weil dann können sie plötzlich auch vielleicht anfangen, den Compiler irgendwie zu modifizieren, können auch irgendwelche Präprozessoren bauen und sowas, eigentlich eine coole Sache. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass die Java-Compiler-API so viele Leute benutzt haben. Diese Scripting-API allerdings schon. Also die Scripting-API, die wird an sehr vielen Stellen benutzt. So. Nochmal eine ganze Weile später. Also hier ist ein richtig langer Gap zwischen zwei Major-Versionen. Was sollte Java 7 nicht alles haben? Da sollten, glaube ich, auch damals schon die Lambdas reinkommen in Java 7. Das hat ja dann ewig nicht... Das sollte ja alles möglich drin sein. Ich glaube tatsächlich auch diese Modules, also dieses Project Jigsaw und was sollte auch damals schon mit rein, was dann alles verzögert worden ist, war sehr ambitioniert. Aus Sprachdesigner Sicht, das coolste neue Feature in Java 7 war das Invoke Dynamic. Invoke Dynamic ist eine neue Instruktion auf der JVM im Bytecode. Man kannte vorher Invoke Virtual, was einfach ein normaler Funktionsaufruf war. Invoke Static, wenn man eine Static-Funktion aufgerufen hat. Und Invoke Dynamic ist jetzt im Prinzip etwas, wo man
quasi auf dynamisch getypten Objekten irgendwelche Methoden aufrufen kann. Wenn man sich zum Beispiel vorstellt, man führt jetzt irgendwelchen JavaScript-Code auf und sagt jetzt irgendwie x plus y, dann weiß kein Mensch, was das für ein Plus eigentlich jetzt ist. Ist das das String Plus? Ist das das Float Plus? Ist das das Int Plus? Ist es irgendwie Object Plus Array? Kommt da irgendwelche Murks raus? Man weiß es einfach nicht zur Compile-Zeit. Und so ein bisschen das Problem mit diesen alternativen Sprachen war hier, dass die JVM für solche Art von Funktionsaufrufen einfach nie gemacht war. Also die JVM ist richtig effizient darin, wenn sie irgendwie in so einer virtuellen Tabelle nachgucken kann, okay, das ist jetzt irgendwie Interface so und so, Methode so und so, da gibt es drei Implementierungen, das kriege ich irgendwie hin. Ne? Dann macht man irgendwie so eine Lookup-Table, fertig. Bei so JavaScript-Geschichten zum Beispiel oder auch bei Python oder Ruby hat man das gleiche Problem, muss man irre komplexe Abfragen machen, was jetzt genau aufgerufen wird. Und der Optimizer von der JVM, also Hotspot, hat da einfach wahnsinnige Probleme gehabt, damit das effizient hinzukriegen. Also hat man sich überlegt, das muss irgendwie besser gehen, dann gab es dieses Invoke Dynamic. Was da genau passiert, zeige ich dann gleich nochmal auf einer späteren Folie. War jedenfalls cool, weil damit hat man so einen Performance-Boost gleich mal gekriegt. Also dann konnte man auch diese dynamischen Sprachen einigermaßen effizient ausführen. Java 8, 3 Jahre später kam dann mit der Nashorn Scripting Engine. Witzigerweise, ich habe den Vortrag jetzt irgendwie so ein paar Mal schon gegeben und eigentlich fast immer ist jemand da, der Nashorn schon auf eine witzige Weise benutzt hat. Also ich weiß nicht, hat hier jemand Nashorn schon mal benutzt? Okay. Es ist eine JavaScript Engine fürs JDK und damit kann man dann irgendwie so quasi den gleichen JavaScript-Code auf dem Server wie auf dem Client ausführen lassen, wenn man das will. Und anscheinend wird das auch für Plugin-Systeme genutzt, sehr häufig. Also war mir vorher auch nicht bewusst, dass Leute sowas machen, aber anscheinend schon. Und dieses Nashorn hat natürlich Invoke Dynamic benutzt und war dadurch einigermaßen performant. So, dann Java 9, nochmal ein paar Jahre später. Da war schon dieser Ahead-of-Time-Compiler drin. Also man konnte dazu mal mit Java 9 schon so Programme erzeugen, die quasi keine JVM mehr brauchten, sondern so self-contained waren. Das war aus dem Graal-Projekt rausgenommen und hat man dann da schon in Java 9 verpackt. JLink im Prinzip auch, um so statische Binaries zu erzeugen. JShell ist auch eine coole Sache, weil bisher war immer das Problem, dass wenn man Java-Code einfach nur mal schnell mal testen wollte. Ich habe hier irgendwie so eine Klasse geschrieben, irgendwie so eine Library, was auch immer. Ich will das mal schnell ausprobieren, was da passiert. Dann musste man eigentlich im Regelfall irgendwie einen Test schreiben und dann in den Test vielleicht ein System-out-printeln oder sowas hintun oder in der Main-Klasse rein, das dann kompilieren und laden und dann ging das vielleicht. In anderen Programmiersprachen ist das schon länger so üblich gewesen, dass man dann im Build-Tool einfach sagt, gib mir mal irgendeine Shell. Da ist dann mein ganzer Class-Path drin und dann kann ich da irgendwas eintippen und dann passiert irgendwas. Das gab es in Java auch schon vor, das nannte sich Bean-Shell, war aber so ein separates Projekt. Und mit JShell war das dann endlich mal direkt mit drin und dann musste man das nicht mehr in die IDEs irgendwie mit einbauen. Finde ich eine coole Sache, weil dieses Konzept mit diesen Shells ist eigentlich schon aus den 70er Jahren. Und Java hat bis 2017 gebraucht, bis sie das auch mal implementiert haben. Also, ja, haben sie ein bisschen länger gebraucht. Scala hatte das auch schon von Anfang an. So, und 2019 gab es dann die erste richtig zur Produktion empfohlene Version von GraalVM. Und mittlerweile haben sie, glaube ich, auch auf ein Versionsnummern umgestellt, die irgendwie jahreszahlenbasiert sind. Also wir sind jetzt irgendwie bei Version 19. Punkt irgendwas. Und das war dann wirklich so der Schlag, wo man gesagt hat, jetzt ist die JVM wirklich im Polyglotten-Zeitalter angekommen. Jetzt kann man auf der JVM wirklich Fug und Recht behaupten, ich kann beliebige Programmiersprachen drauf effizient ausführen. Und warum das so ist, das soll dann in dem zweiten Teil des Talks, will ich dann nochmal erläutern. Erstmal noch kurz eine Übersicht. Es gibt durch diese Scripting-API, das JSR223, gibt es schon eine ganze Reihe von Programmiersprachen, die man auf der JVM ausführen kann, mehr oder weniger effizient. Ich habe mal so eine Liste genommen, die sind irgendwie, das habe ich aus irgendeiner Stack-Overflow-Antwort kopiert. Das Problem ist, dass ich glaube, 2/3 von diesen Implementierungen schon tot sind. Also es gibt ein paar Sachen, die werden noch benutzt, aber zum Beispiel weiß ich nicht, ob jemand PHP auf der JVM ausführt tatsächlich. Also es geht offenbar, aber ich weiß nicht, ob es jemand macht. Oder was auch gut ist, Jaskel, das ist so eine Java-Implementierung von Haskell. Also ich weiß nicht genau, ob man das braucht, aber gibt es jedenfalls. JavaFX-Script, erinnert sich noch jemand dran? Meine erste, also als ich das erste Mal auf einer Java-Konferenz war, das war so 2007 rum, da war das der heiße Scheiß. Alle wollten JavaFX machen und diese super-duper Programmiersprache, die sie dazu eingekauft haben, JavaFX-Script. Mittlerweile redet da keiner mehr davon. Aber das geht noch, also offenbar läuft das noch, wenn man das will.
Ich weiß nicht, ob überhaupt jemand noch JavaFX benutzt. Also eigentlich soll das ja so der Nachfolger von Swing sein, aber ich habe den Eindruck, niemand macht mehr Java Frontend. Doch, gibt's noch. Ja. Okay, gut. Willst du mal mit Hendrik reden oder mit Anton? Gut zu wissen, ja. Also ich bin froh, es freut mich, wenn Leute Desktop-Applikationen bauen. Ich finde Web-Applikationen gar nicht mal so gut meistens. Gut. Dann gibt es eben noch dieses JSR 292, das ist das Invoke Dynamic. Und ich würde jetzt nochmal kurz versuchen zu erläutern, wie dieses Invoke Dynamic intern funktioniert, ohne das jetzt wirklich in der Gänze, in der Tiefe zu erläutern, weil dafür braucht man dann wirklich irgendwie 3 Monate, bis man sich dann in die Spec eingearbeitet hat. Das ist wirklich nicht so einfach. Die Idee ist die folgende. Es gibt sogenannte Bootstrap-Methoden und Methodenaufruf funktioniert indirekt. Zuerst rufe ich die Bootstrap-Methode auf und die Bootstrap-Methode sagt mir dann, welche Methode eigentlich aufgerufen werden soll. Also hier zum Beispiel hätte ich jetzt so ein Invoke Dynamic drinstehen. Dann steht hier der Name der Bootstrap-Methode. Die Bootstrap-Methode sieht so aus, dass sie aus irgendwelchen Quellen jetzt herausfindet, was die richtige Methode ist, die aufgerufen werden soll, auf irgendwie mit Reflection oder sowas. Und dann gibt die das zurück. Dann sagt sie, das ist also ein Aufruf, der ist konstant. Also immer wenn du diese Funktion, wenn du diesen Aufruf siehst, ist das die gleiche Methode, die aufgerufen wird. Das kann zum Beispiel dann sein, dass jetzt hier irgendwie das F oder das G aufgerufen wird. Ne? Und der Gag ist jetzt hier, dass man nicht nur sagen kann, das ist immer die gleiche Methode, die aufgerufen wird, sondern man kann auch sagen, das ist fast immer diese Methode und manchmal ist es eine andere. Oder ich kann sagen, wenn es ein Object ist, dann ist es die und wenn es ein String ist, dann ist es die andere. Der Auflauf ist also immer, Ablauf ist immer so, ich gehe von dem Aufruf zur Bootstrap-Methode und dann kann sich die JVM das mal anschauen, sagen, okay, wenn jetzt hier konstant zurückkommt, also dieses Constant Call Site, dann kann ich das optimieren und kann aus dem Invoke Dynamic ein Invoke Virtual oder ein Invoke Static machen. Es kann aber auch sein, dass da irgendwas anderes rauskommt, zum Beispiel rufe meistens diese Funktion auf und dann würde die JVM so spekulieren oder sagen, okay, ich versuche erstmal diese Methode aufzurufen. Wenn sich irgendwann später rausstellt, dass das nicht richtig war, dann mache ich das wieder anders. Ich kann auch solche Geschichten machen wie so Chaining, also ich kann ja noch irgendwelche Conditions ranschreiben, also wenn irgendwie x größer 0 ist, dann passiert jetzt irgendwie das da zum Beispiel. Das wäre jetzt irgendwie ganz witzig gedacht, aber das geht jedenfalls. Und was man damit im Prinzip macht ist, man gibt der JVM so ein bisschen extra Informationen an die Hand, um das zu optimieren. Das ist in der Theorie ganz cool. In der Praxis ist das irgendwie furchtbar kompliziert zu implementieren. Ja, also wenn man jetzt so Jython oder JRuby oder Groovy implementiert, dann muss man sich also hinsetzen und sagen, okay, Invoke Dynamic aufrufen. Und Invoke Dynamic hat irgendwie so 15 Flags oder sowas. Also diese Instruktion ist relativ komplex. Da muss man also gucken, dass man das wirklich genau richtig macht. Und dann muss man diese Bootstrap-Methoden hier generieren. Wenn man also jetzt Compiler baut, wenn man da so auf Schmerzen steht, dann kann man das machen, aber es ist halt wirklich sehr anstrengend. Ja. Und ich als jemand, der so theoretische Informatik sehr gerne mag, ich möchte das eigentlich, dass das eher so ein Hobby ist, so Compiler zu bauen oder so eine Programmiersprache zu bauen. Ich finde es einfach cool, weil man da ein paar Sachen lernt und sich halt mal überlegen kann, wie funktioniert ein Compiler eigentlich intern. Und manchmal ist es auch ganz praktisch für irgendwelche Use Cases, die man tatsächlich hat. Nämlich wenn man irgendwelche DSLs implementiert. Ja, also das kommt ja des Öfteren mal vor, dass man irgendwelche DSLs braucht. Und dann wäre es eigentlich ganz cool, wenn man so eine Art Framework hat, um die zu kompilieren, damit die Ausführung einfach effizient ist. Also in den allermeisten Fällen, wenn man eine DSL schreibt, schreibt man schnell einen Interpreter dafür runter. Und das ist halt unter Umständen nicht besonders performant. Ja, also wenn das irgendwie eine DSL ist, die irgendwie jede Zeile in der Datenbank irgendwie modifizieren soll. Und dann hat man eine Datenbank, die irgendwie wächst und wächst, und dann hat man plötzlich einen Bottleneck gebaut. Das ist also eine Sache, die ist nicht so wirklich, also es kommt jetzt vielleicht nicht jeden Tag vor, aber ab und zu mal schon. Und dann wäre es eigentlich ganz cool, wenn man ein Framework hätte, was das macht. Jetzt ist es so, dass wir haben quasi einen Interpreter geschrieben und wir wollen jetzt, dass der effizient ist, dass der performant ist, dass man da wie so, weiß ich nicht, Invoke Dynamic oder irgendwas passiert da unter der Haube und dann ist das irgendwie auf magische Art und Weise effizient. Dieses Konzept, was wir da wollen, das ist eigentlich nicht besonders neu, sondern das hat einen Namen. Und die Idee ist quasi, normalerweise trennen wir zwischen Compiler und Runtime. Also wir haben einen Source Code, der wird compiled in Target Code und dann kommt so ein Output raus, der von der Runtime bestimmt wird. Das wäre halt Compiler. Bei einem Interpreter ist das irgendwie zusammen. Und der Interpreter ist einfach zu implementieren, ist aber langsam. Und das ist schwierig zu implementieren, aber schnell.
Und da gab es so einen Wissenschaftler aus Japan, der hieß Futamura, oder ich glaube, der lebt auch noch, also der heißt Futamura. Und er hat gesagt, das wäre doch irgendwie ganz cool, wenn wir diese, wenn es so eine, also er hat das in seinem Paper, ist glaube ich auch aus den 70ern oder so, der das postuliert. Er hat gesagt, es wäre cool, wenn man das hätte. Und zwar wäre es cool, wenn wir ein Ding hätten, dem wir einen Interpreter geben können und dann kriegen wir einen Compiler zurück. Also so eine Art, keine Ahnung, also irgendeine Art von Service, der irgendwie unseren Code für uns optimiert. Also wir tun da so einen Interpreter rein und dann kommt ein Compiler raus. Und dann haben wir wenig Arbeit gemacht, weil wir mussten ja nur den Interpreter schreiben, aber wir kriegen viel Gain, weil das ist jetzt plötzlich effizient geworden. Und was das im Prinzip heißt, ist quasi, wir versuchen, den Interpreter schon mal auszuführen quasi, ohne das Programm zu kennen und gucken uns so an, was macht denn der Interpreter so, ne, wenn wir ein Programm hätten. Und dann versuchen wir daraus einen Compiler zu kriegen. Das klingt alles ziemlich abgespaced, aber wir akzeptieren jetzt einfach mal, dass es das geben könnte. Ja? Nehmen wir einfach mal an, es gibt so einen Zauberstab, können wir da auf unseren Interpreter drüber, also es ist irgendwie so ein Jenkins-Plugin, committen wir unseren Interpreter hin, dann kommt da so ein Compiler zurück. Ne? Angenommen, wir hätten das. Dann wäre das wohl irgendwie, dann hätten wir so Regenbogen, dann wären alle unsere Probleme gelöst. Und der Gag ist jetzt, die GraalVM macht eigentlich genau das. Also die GraalVM kann das. Natürlich mit so ein paar Fußnoten dran, also es ist nicht ganz so die ideale Welt, aber es ist schon sehr nah dran. Gut, was ist diese GraalVM eigentlich so richtig? Das ist eine Folie, die ist von Oracle geklaut, deswegen muss auch da Enterprise draufstehen. Das geht sonst, das geht einfach nicht anders. Die GraalVM ist nicht einfach nur eine alternative JVM-Implementierung, irgendwie eine JVM, die noch Native Images erzeugen kann, sondern die GraalVM ist eigentlich eine Plattform, die mehrere Sprachen einlesen kann und die dann auf verschiedenen Runtimes ausführen kann. Der gängige Weg wäre, dass man zum Beispiel Java nimmt, kompiliert das nach Java Bytecode und lässt dann auf der JVM ausführen. Das wäre der Standardweg, was ein JVM macht. Was jetzt aber diese GraalVM kann, ist, die kann zum Beispiel auch JavaScript oder Ruby nehmen und kann es auf der JVM ausführen. Die Oracle-Leute bei den Datenbanken haben sogar geschafft, dass man jetzt Java-Code effizient in ihrer Datenbank ausführen kann. Man kann also plötzlich Stored Procedures, wenn man die will, man könnte Stored Procedures in Ruby schreiben. Ja. Und man könnte auch diese Stored Procedures dann halt nach Binaries kompilieren. Und das Beste ist, das geht alles gemischt. Also ich kann in meinem Ruby-Code, kann ich JavaScript-Code aufrufen, der dann mit der Datenbank spricht und das alles irgendwie wird das miteinander optimiert. Ja, das ist also so ein Framework, wo die konkrete Sprache eigentlich gar nicht mehr interessant ist. Sondern wir haben einfach eine Plattform, da gehen Sprachen rein, da gehen Sprachen raus, in Anführungszeichen. Und alles interagiert nahtlos miteinander. Und insbesondere kann man auch die Objekte einfach hin und her reichen. Ich kann also ein Java-Objekt nehmen, kann es in JavaScript reinreichen, dann muss da nichts neu allokiert werden oder irgendwie kopiert werden. Das ist einfach das gleiche Objekt. Kann ich da Methoden aufrufen und umgekehrt. Also ich kann auch in JavaScript irgendwelche Java-Objekte erzeugen, die dann zurückgereicht werden. Und dann funktioniert das halt einfach so. Nicht alles von diesen Sachen geht in der kostenlosen Community-Edition. Einige Sachen gehen da nicht. Also zum Beispiel das Ausfüllen der Datenbank. Dafür braucht man halt irgendwie so eine Oracle-Lizenz, ist klar. Aber sonst das meiste, was auf dieser Folie zu sehen ist, geht auch in der kostenlosen Variante, kann man auch ausprobieren. Die Leute bei Oracle Labs haben auch so viel Engineering-Effort reingesteckt, dass man quasi fast jedes NPM-Paket, was es so gibt, auf der JVM ausführen kann. Das war so ein bisschen das Problem bei Nashorn und auch bei Rhino, dass die eigentlich nie so richtig das aktuelle JavaScript unterstützt haben. Also ich glaube, beide sind noch auf ES5, das heißt irgendwie so neue Sachen, seit ES6 kann man da einfach nicht machen. Das geht einfach nicht, dann muss man das irgendwie runterkompilieren. Aber die Leute hier, die haben es wirklich geschafft, dass so gut wie alles, was so im NPM kreucht und fleucht, einigermaßen durchläuft. Und die haben das auch in ihren Regressionstests drin. Also die lassen auch NPM-Sachen da irgendwie alle paar Tage mal durchlaufen. Und das finde ich echt spannend. Und das geht sogar so weit, dass sie quasi eine alternative Node.js-Binary mit drin haben. Also wenn man sich das GraalVM Community Edition installiert, kriegt man nicht nur ein alternatives Java, sondern man kriegt auch ein alternatives Node.js. Man kann dann also das machen. Und die Frage ist natürlich, warum sollte man das tun? Warum sollte man, wenn man JavaScript-Programme ausführen will oder Python-Programme, warum sollte man das auf der JVM ausführen lassen?
Und die Antwort ist ganz einfach, Concurrency. Diese ganzen Umgebungen hier, die können zwar Concurrency einigermaßen gut, aber die können keinen Parallelismus. Also auf Node.js kann ich zum Beispiel problemlos 10 Clients gleichzeitig bedienen, aber nur so virtuell gleichzeitig, also so einer nach dem anderen. Und ich bin quasi immer beschäftigt, ich muss nicht blockieren. Das ist das Coole an Non-Blocking.io. Wenn ich aber jetzt wirklich auf einer fetten Kiste bin, also angenommen, ich habe jetzt ein Rechenzentrum, ja, dann habe ich, oder bin bei Amazon, dann habe ich so eine Kiste mit einem 20-Kern Xeon gemietet. Und lasse ich dann einen Node.js-Prozess drauflaufen, dann wird der mir nicht viel bringen, weil der wird immer nur einen Kern auslasten. Bei Python ist es genauso. Wenn ich das aber auf der GraalVM laufen lasse, dann kann ich plötzlich Concurrency machen. Dann würde ich also quasi so eine Art Wrapper-Java-Programm schreiben, was einfach 10 Instanzen von diesem Ding startet oder wie auch immer man das machen will. Die Möglichkeiten sind da unbegrenzt. Und dann kann ich den 1:1 den gleichen JavaScript-Code oder den gleichen Python-Code quasi einfach parallel laufen lassen, ohne dass ich den Code anfassen muss. Und das finde ich persönlich eine sehr coole Sache. Die haben da auch Benchmarks auf ihrer Webseite und alles Mögliche. Die haben also wirklich richtiges Interesse daran, dass es ein Produkt ist, was Leute benutzen können und auch Leute benutzen wollen. Eine Sache, die finde ich richtig cool, das ist richtig ketzerisch, aber man kann auch C++-Code auf der JVM laufen lassen. Und auch Rust-Code. Und Rust ist eine meiner aktuellen Lieblingsprogrammiersprachen, weil es halt es ist hardware-nah. Man kann also nicht einfach so Garbage Collection kriegen. Aber wiederum ist es sehr viel typsicherer als C++. Also ich, im Gegensatz zu C++ kann ich in Rust eigentlich keine SegForce bekommen. Ich kann also eigentlich nicht irgendwie unbenutzten oder Speicher, der nicht allokiert ist, benutzen oder irgendwie umgekehrt oder use after free sowas. Das geht in Rust nicht, weil das Typsystem das alles ausschließt. In Rust kann ich im Prinzip mir vom Compiler sagen lassen, ob die Benutzung von irgendeiner Variable korrekt ist oder nicht. Das führt dann halt oft dazu, dass man sehr lange Diskussionen mit dem Compiler führt. Man beschimpft sich dann auch gegenseitig. Also der Rust-Compiler sagt, das stimmt nicht. Und dann sagst du, ja doch, eigentlich schon. Und dann stimmt es aber doch nicht. Es ist also teilweise sehr schwierig, ein Rust-Programm zu schreiben. Aber wenn man es einmal geschrieben hat, dann läuft es auch. Wenn es einmal durchgekommen ist durch den Compiler, dann funktioniert es auch. Genau. Und was in diesem Diagramm auch nicht so ganz klar rauskommt, ist, dass man hier oben erweitern kann. Also man kann quasi eigene Sprachen hier reinhängen in den gleichen Mechanismus. Jetzt weiß ich nicht, wer hier schon mal einen Interpreter geschrieben hat, für so eine kleine DSL vielleicht, oder zumindest eine Vorstellung davon hat. Vielleicht, wenn es auch nur ein Calculator gewesen ist, also einfach mal so eine kleine Fingerübung, um irgendwelche arithmetische Ausdrücke auszuwerten. Was man am meisten macht, ist, man hat irgendeinen Syntaxbaum, also irgendwelche Klasse für die verschiedenen Operationen, dann hat man da irgendeine Evaluate-Methode, die dann diesen Syntaxbaum irgendwie auswertet an der Stelle. Und genauso kann man das in Graal oder in diesem Truffle-Framework auch machen. Es gibt dann also so eine, hier, das ist aus dem tatsächlichen Source-Code kopiert. Ich habe einen Haufen Zeugs rausgeschmissen und es ist immer noch sehr technisch. Ich versuche mal hier so punktuell ein bisschen zu erklären, was hier los ist. Ich habe also irgendwie so ein Interface, das sagt, das ist jetzt irgendwie eine JavaScript-Operation, die ein binärer Operator ist. Also was wie Plus oder Mal oder irgendwelche anderen Sachen. Die konkrete Implementierung ist jetzt eine Multiplikation, also das ist jetzt irgendwie ein x mal y. Also wenn ich im Source Code x mal y stehen habe, würde quasi in der GraalVM ein Objekt von diesem Typ da so rumschweben im Speicher. Und dann gibt es da so eine abstrakte Execute-Funktion und in JavaScript kann ich ja alles mit jedem multiplizieren, das ist ja gar kein Problem. Also ich kann Strings mit Objects multiplizieren, das stört niemanden, kommt halt irgendwelche Murks raus, aber prinzipiell geht es erstmal. Und dann ist natürlich die Frage, was muss ich jetzt konkret implementieren dafür? Also in Java kann ich das ja nicht machen, also muss ich jetzt irgendwie Implementierung dafür angeben. Und dann kann ich einfach alles auflisten. Ich kann also zum Beispiel sagen, wenn das jetzt Doubles sind, dann mach einfach die Multiplikation von Java, also einfach die Double-Multiplikation. Und da schreibe ich dann hier dran, indem ich Specialization ranschreibe, sage, okay, wenn du also der Meinung bist, dass das Doubles sind, dann mach mal diese spezielle Funktion. Oder wenn du der Meinung bist, dass es irgendwie zwei Ints sind, dann mach das da. Und übrigens, wenn du eine Arithmetic Exception siehst, dann überleg dir das nochmal besser genau. Vielleicht ist es dann irgendwas anderes. Also man kann quasi spekulativ auch Sachen machen. Ich bin ein bisschen überfragt, wo bei einer Multiplikation eine Arithmetic Exception fliegen könnte. Weiß ich nicht hundertprozentig, aber die Leute haben sich da bestimmt irgendwas dabei gedacht. Oder man kann auch so Sachen machen wie, naja, mach doch mal bitte das hier, aber nur wenn b größer als 0 ist. Und was die GraalVM im Prinzip macht, ist das gleiche wie Hotspot, nur auf einer höheren Ebene. Hotspot ist ja die Technik, dass man Java Bytecode erstmal interpretiert, erstmal so ganz normal ausführt und dann guckt man,
was passiert da eigentlich? Und dann wird es in Maschinencode übersetzt zur Laufzeit. Also wenn die Hotspot-VM irgendwie beschließt, dass dieses if-then-else oder so nicht ausgeführt wird, dann wird es halt einfach weggeworfen. Oder wenn die beschließt, dass immer die gleiche Methode aufgerufen wird, wird es geinlined und solche Sachen. Und die GraalVM macht das quasi nochmal eine Ebene höher. Also die arbeitet quasi nochmal über den Bytecode. Die stellt also fest, wenn ich in diesem JavaScript-Snippet, vielleicht ist es eine Schleife, und in dieser Schleife werden immer Sachen multipliziert. Und dann guckt die erstmal sich so ein paar Mal an, was wird da multipliziert. Floats mit Floats oder irgendwas anderes mit irgendwas anderem. Und wenn das immer Doubles sind, dann wird genau diese Methode fest reingelinkt an der Stelle. Und dann kann die Hotspot-VM da das irgendwie einigermaßen effizient ausführen. Und das funktioniert im Prinzip nach dem gleichen Muster. Und das Coole ist eben, das ist eigentlich keine Magie. Also das kann jeder selber implementieren. Wenn ich jetzt also meine eigene coole DSL habe, die irgendwelche Transformationen auf irgendwelchen Datenbanken, was auch immer macht, dann kann ich das genauso implementieren. Und dann kann ich das in diese GraalVM reinschieben und dann macht die das wirklich fast magisch, auf magische Art und Weise effizient. Ich muss natürlich mir ein bisschen Gedanken machen mit diesen Spezialisierungen und sowas. Und es ist, also ich muss ein bisschen mitarbeiten, es gibt also nichts geschenkt eigentlich auch wieder. Aber doch, eigentlich schon auch. Also es gibt viel geschenkt, nicht alles, aber viel. Genau, warum ist das jetzt so cool? Also ich persönlich finde es halt einfach cool. Vielleicht findet es noch jemand anderes cool. Ich finde es schon so, dass man, wenn man eine VM hat, die mehrere Sprachen ausführen kann, dass man dadurch durchaus profitieren kann. Zum einen natürlich, weil es dann einen Wettbewerb gibt zwischen verschiedenen Sprachen. Also viele Features von Java wurden zum Beispiel von Scala geklaut. Kotlin existiert auch und ist da auch noch so ein Wettbewerber mit in diesem Markt. Und alle wollen irgendwie versuchen, die coolere Sprache zu sein. Und es geht eigentlich nur deswegen, weil man zum Beispiel aus Kotlin kann man die existierenden Java-Bibliotheken aufrufen. Sonst wäre wahrscheinlich Kotlin und auch Scala nie so populär geworden, wenn das irgendwie ein komplett eigenes Ökosystem wäre. Aber man kann halt die ganzen Sachen mitbenutzen, finde ich sehr praktisch. Und wie ich schon gesagt habe, also man kann dann die Nebenläufigkeit von der JVM benutzen, man kann das Tooling, also wenn man Lust hat, kann man JavaScript-Code mit Gradle bauen lassen oder mit Maven oder was auch immer und die Bibliotheken halt. Also man kann sich halt von Maven Central dann halt irgendwie eine super-duper Bibliothek für irgendwas runterladen und kann die dann in JavaScript benutzen. Oder umgekehrt. Ich kann mir aus NPM irgendeine super-duper Bibliothek runterladen und die dann aus Java raus benutzen. Ich finde also, das ist ein Spiel, wo man nur gewinnen kann, wenn man mehrere Sprachen gleichzeitig ausführen kann und die miteinander interagieren können. Gut, jetzt habe ich noch, also alles, was ich bisher gesagt habe, ist, eigentlich für den Standardgebrauch freigegeben. Also wenn jetzt jemand morgen hier hingeht und sagt, pass auf, wir machen ab morgen unsere Microservices auf GraalVM mit Ruby oder sowas, dann ist das okay. Das ist also battle-tested und das kann man machen. Ja? Das ist also jetzt der Vortrag, also der Teil des Vortrags ist alles super-duper und InnoQ würde das auch empfehlen. Ja? Also das ist kein Problem. Was jetzt kommt, das ist hochgradig experimentell und ich würde das niemandem empfehlen zu machen. Ich übernehme keine Haftung für irgendwas, wenn der Computer explodiert, weil das ist so bleeding edge, das ist eigentlich nicht mehr schön. Aber es ist sau cool und deswegen würde ich es eigentlich gerne nochmal zeigen. Und zwar hatte ich es ja schon mal erwähnt, dass man auch mit dank GraalVM auch nativen Code auf der JVM ausführen lassen kann. Und ich will nochmal kurz erzählen, was es damit auf sich hat und wie das funktioniert. Kennt jemand dieses Logo hier? Das ist das Logo, das ist der Drache von LLVM. LLVM ist so ein Compiler-Framework und der Drache, das ist auch so ein Running Gag im Programmiersprachendesign. Da gibt es so ein Buch über Compilerbau, wo auch so ein Drache drauf ist. Und ich glaube, es ist davon inspiriert. LLVM ist ein Projekt, das wird gebaut von Google und von Apple und vielen anderen auch. Das ist ein riesiges Ding. Kennen die meisten vielleicht von so alternativen C-Compilern. Es gibt halt diesen C-Lang oder C-Lang++, was so alternative C, C++-Compiler sind. Und was heißt alternativ? Unter macOS sind die Standard mittlerweile. Also es ist eigentlich gar nicht mal so alternativ. Und LLVM hat so eine Sache, die ist so ein bisschen ähnlich wie JVM Bytecode. Und zwar heißt der bei LLVM Bitcode. Und dieser Bitcode, das ist so ein bisschen wie ein Assembler, nur nicht ganz so low-level. Man hat da also auch so verschiedene Instruktionen, zum Beispiel Instruktionen um Multiplikation von 64-Bit-Zahlen. Zum Beispiel. Aber man hat da auch so bestimmte Branching-Konstrukte und sowas. Also so ganz so low-level ist er eigentlich gar nicht.
Und was LLVM, die Infrastruktur, jetzt im Prinzip macht, ist, man hat so verschiedene Hochsprachen wie C++ oder Rust, die kompilieren dann in diesen LLVM-Bitcode und dann hat der LLVM, die Infrastruktur, hat sowas wie ein Optimizer und sowas alles eingebaut. Das heißt, theoretisch müsste ich eigentlich gar keinen Optimizer mehr selber schreiben, das kann der LLVM, die Infrastruktur, einfach direkt auch. Rust ist auch eine Programmiersprache, die LLVM-Bitcode erzeugen kann. Ich kann also von dem Rust-Compiler sagen, gib mir mal bitte den LLVM-Bitcode raus und nicht das fertige Binary. Genau. Also Rust und LLVM arbeiten zusammen. Und das ist ein Logo, das habe ich mir selber ausgedacht. Das ist also offensichtlich das Java-Maskottchen. Und die Arme, die hier dran sind, das sind die Krabbenarme von dem Rust-Maskottchen. Ich habe es Duke Crabhands genannt. Und das ist eine Anspielung darauf, nämlich, dass man mit einem Projekt, was ich jetzt gleich vorstellen werde, dass man da Rust-Code auf der JVM ausführen lassen kann. Also ich kann Rust-Code kompilieren und dann kann ich den in Java reinladen und den da ausführen und ich kann aus Rust-Code Java-Methoden aufrufen. Und der Name für dieses Projekt, ich mache das mal eben auf im Browser. Ich wollte den Browser. Genau, also ich habe dieses Projekt Röschtigraben genannt. Der Röschtigraben ist in der Schweiz diese gedachte Linie, die irgendwie den Deutsch von dem französischsprachigen Teil der Schweiz trennt, wie in Deutschland der Weißwurst-Äquator, der Bayern vom Rest Deutschlands trennt. Der Röschtigraben ist quasi so ja, also auf der einen Seite isst man halt Röschti und auf der anderen halt nicht. Ne? Und nichts darf diesen Röschtigraben überqueren. genau, und ich habe das Projekt Röschtigraben genannt. Und zwar soll das die Grenze zwischen Rust und Java überbrücken. Weil wenn man sich so die Communities anschaut, Rust und Java, die Communities könnten verschiedener eigentlich nicht sein voneinander. Ja? Also es sind zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Die Java-Leute, die bauen halt irgendwie so Enterprise-Applikationen mit irgendwelchen Beans und so, Chiss. Und die Rust-Leute, die machen so System-Tools. Ja? Also die bauen so ein besseres CAT, ein besseres LS und die bauen irgendwelche Communication-Middleware-Frameworks und sowas. Das ist also eigentlich zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ich finde das sehr schade. Ich fände das eigentlich viel cooler, wenn man die miteinander, ja, weiß nicht, miteinander verheiraten könnte oder sowas. Momentan ist da nicht viel in diesem Projekt. Es ist erst nur ein Proof of Concept. Ich bin gerade noch dabei, für InnoQ Kunden zu finden, die mich dafür bezahlen würden, das weiterzuentwickeln. Es ist halt, wie gesagt, sehr, sehr experimentell. Genau, aber Rust hat IntelliJ-Support oder IntelliJ hat Rust-Support. Damit ist das ja eigentlich voll okay. Und ich will da mal kurz was zeigen hier drin. So, gehen wir hier rüber. So, View. Wo war das gleich nochmal? Presentation Mode? Hier. Okay, ist das groß genug? So. Dann schauen wir doch mal hier in die, falsche Datei. Schauen wir doch mal hier in diese Datei rein. Diese Truffle API, die hat im Prinzip zwei Seiten. Die eine Seite ist die Java-Seite, in der ich halt Code von anderen Sprachen laden kann. Und dann gibt es aber auch noch die Systemseite, wo ich eben auf quasi die andere Seite implementieren kann. Also irgendjemand ruft das auf und dann kommt der Aufruf auf der anderen Seite durch. Das ist alles in C geschrieben oder wird alles als C-Header-Files bereitgestellt und in Rust kann ich im Prinzip diese Header-Files auch deklarieren. Also ich kann nicht direkt C-Code hier reinschreiben in Rust, aber ich kann quasi das deklarieren und dann sieht man hier schon so die Ebene, auf der das passiert. Also ich kann zum Beispiel hier aus einem Rust-Code kann ich einen Java-Typen laden. Ich kann also jetzt hier den Klassennamen angeben und dann man sieht das schon, das ist ein Pointer auf Bytes, also es ist so ein Byte-Array. Und dann kommt irgendwie so ein Typ raus. Das wäre quasi eine Art Class-Objekt in Java. Dann kann ich zum Beispiel checken, irgendein Value ist der irgendwie 0 oder nicht. Kann ich irgendwelche Sachen aufrufen. Oder ich kann auch instanzieren. Also ich kann so eine Class einfach New Instance aufrufen. Jo. Kann ich auch Strings hin und her konvertieren. Und das Coolste ist eigentlich, das ist auch alles so richtig loaded. Da muss ich auch so meine Strings auch null terminieren. Das
sieht man hier an manchen Stellen, genau, ich habe hier so eine Funktion geschrieben, die es checkt, ob der String auch wirklich null terminiert ist, den man reinschiebt. Das sind also alles Sachen, die muss man machen, wenn man sich mit C unterhält. Genau, die Implementierung hier ist eigentlich völlig irrelevant. Ich wollte mal kurz zeigen, auf welcher Ebene man sich da hier verhält. Man kann irgendwelche Werte konvertieren. So, und das erste Proof of Concept, was ich gebaut habe, ist, in Rust gibt es zwar auch so eine Logger-Implementierung, aber ich bin ein ganz großer Fan von SLF4J und habe gedacht, das wäre doch cool, wenn man aus Rust SLF4J-Logger ansprechen könnte. Also wenn man irgendwie einen Rust-Code hat, dann kann man den genauso loggen wie den ganzen anderen Kram auch. Und dann kann man das irgendwie auf Logback schieben und kann das alles schön mit XML konfigurieren. Also alles so Sachen, die die Rust-Leute richtig hassen. So XML-Konfiguration und sowas. Ja, also ich habe gedacht, das wäre doch richtig geil, wenn man meinen Rust-Code mit XML konfigurieren könnte, wie da der Log aussieht. Ne? Das Coole an solchen Projekten ist, man zieht den Hass von zwei Communities auf sich, nicht nur von einer. Ja. Also habe ich im Prinzip hier so ein Ding gebaut, was so ein Adapter für einen JVM-Logger ist. Da kann man dann die verschiedenen Log-Level aus Rust und aus Java miteinander konvertieren. Und ihr seht schon, das ist teilweise nicht so richtig cool. Also ich habe hier auch so noch so ein paar Unsafe-Blöcke drin, die will ich irgendwann auch mal loswerden. Unsafe sagt im Prinzip dem Rust-Compiler, du bist dumm, hör auf mich, was ich sage. Das ist meistens falsch, was ich sage, aber in der Stelle musste ich es jetzt irgendwie benutzen. Bis jetzt ist es auch noch nicht gecrashed. Und ja, also ihr seht hier auch diese Nullterminierung hier, das ist richtig cool. Also ich kann jetzt hier diese Klasse laden, die heißt jetzt Rüstigraben Base Logging Record. Da muss ich die Nullterminierung hier ran machen, sonst funktioniert es nicht. Ganz toll alles. Genau, mehr ist ja eigentlich nicht. Dann ist noch irgendwo eine Testfunktion, genau. Den Kram mache ich hier erstmal weg, ist mir egal. Und dann habe ich hier dieses Info. Das ist eine Funktion, was aus diesem Rust-Logging-Zeugs kommt. Und was ich jetzt machen kann, ist, das ist jetzt ein Scala-Build-Tool, das ist eine SBT-Shell. Funktioniert eigentlich genauso wie Groovy und wie Gradle und die ganzen anderen auch. Ich habe halt hier ein paar Sachen in Scala gebaut und ich mag halt einfach das lieber als Gradle. Jetzt kann ich hier Compile aufrufen und ich sollte vielleicht mal cleanen. Es wird nichts neu kompiliert? Spannend. Jetzt wird neu kompiliert, okay. Das Build-Tool in Rust heißt Cargo. Ups. Schauen wir es nochmal an. Genau, das heißt Cargo. Und innerhalb meines Java-Build-Tools läuft jetzt das Rust-Build-Tool, um den Rust-Code zu kompilieren, damit dann ein LLVM-Bit-Code rauskommt, was ich dann in Java importieren kann. Eigentlich völlig offensichtlich, oder, was da passiert. Ne? Ich will noch mal kurz den Java-Code zeigen, der hier gebraucht wird. Wo ist das? Base-Tests hier, oder beziehungsweise Scala-Code ist eigentlich wurscht. Genau. Das ist jetzt rot, weil IntelliJ irgendwie rumspinnt. Keine Ahnung, was kompiliert eigentlich. Ich kann also jetzt hier aus dieser GraalVM Polyglot API, kann ich mir da jetzt so einen Kontext importieren. Dann kann ich in diesem Kontext sagen, ja, bitte erlaub mir Zugriff auf sämtliche Systemressourcen. In der Enterprise-Edition kann man sogar dem nativen Code Systemressourcen unterbinden. Also in der Free-Version geht das nicht. Man kann also zum Beispiel sagen, hey, du kannst jetzt hier C-Code ausführen, aber der darf diese und diese Dinge nicht machen. Und das führt halt auch dazu, dass man vor Stack-Falls zum Beispiel geschützt ist. Also wenn man, ich weiß nicht, wer schon mal mit irgendwelchen Native-Extensions in Java gearbeitet hat, also irgendwelche DLLs oder Object-Files reinzuladen, das kann halt sein, dass die JVM wegcrasht. Mit GraalVM kann das nicht mehr passieren. Also wenn man Oracle Geld gibt, kann das dann nicht mehr passieren. Genau. So, dann kann ich hier diese Bitcode-File laden, die kann ich dann vielleicht gleich nochmal zeigen. Kann sagen, okay, das ist jetzt irgendwie LLVM-Bitcode. Und dann brauche ich eigentlich wirklich nur noch eval, also eval würde dann den Source-Code quasi kompilieren. Und dann kann ich hier gucken, das ist jetzt irgendwie so eine Methode, die ich da definiere. Das soll jetzt ein Runnable sein. Und dieses Runnable kann ich dann einfach ausführen. Und dann passiert genau das, dass man eben im hier, wenn ich jetzt Test aufrufe, dass man dann hier dieses Hello World sieht an der Stelle. Da. Test Hello World, das ist im Prinzip aus Rust rausgeschrieben. Schauen wir mal eben, ob ich diese Bitcode-File finde. So.
Div. Oh ja, das ist jetzt ein bisschen viel. Okay. Genau, das ist, da ist erstmal noch irgendwie ein Haufen Header-Krams drin. Haben wir irgendwas Interessantes hier vielleicht? Ich möchte gerne irgendwelche Instruktionen sehen. Ah ja, genau, hier haben wir irgendwie so ein paar Instruktionen. Also man sieht hier, das ist so Assembler-Code mit Variablen. Also ich habe hier irgendwelche Get-Element-Pointer und sonst irgendwas, irgendwelche Pointer-Gedöns und dann weise ich das irgendeine Variable zu. Dann kann ich mit dem irgendwas machen. Das würde ich jetzt, also niemand kann das lesen, glaube ich. Also vielleicht die LLVM-Leute, die das bauen, die können das vielleicht lesen, aber ich nicht. Das ist halt einfach so ein sehr low-leveliges Programm und die GraalVM würde das jetzt einlesen und würde das dann irgendwie intern verwursteln und dann kommt halt ein Programm raus, wie alle anderen auch. Also es ist quasi nicht mehr zu unterscheiden von einem JVM-Objekt. Das ist dann im Prinzip das Gleiche. Intern ist das natürlich alles irgendwie sehr komplex gemacht, aber wie man ja gesehen hat, das Laden von diesem Code ist echt keine Rocket Science. Also es ist irgendwie nur so ein paar Zeilen Code, dann kann ich diese Bitcode-File lesen, kann da irgendwas ausfinden damit. Das ist jetzt eigentlich wirklich kein großer Akt mehr. Gut, dann würde ich noch eine Sache zeigen. Und zwar kann ich auch ein bisschen komplexere Programme machen. Ich habe dieses Mal genügend Bücher mitgebracht. Beim letzten Mal, als ich den Vortrag gegeben, hatte ich nur eins mit. Da musste ich das verlosen. Und dann habe ich so Code geschrieben, der Zufallszahlen zieht aus der JVM. Kann ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ich kann also jetzt hier das Scala-util-random-Objekt laden, kann dann eine neue Instanz erzeugen und dann fragen, zum Beispiel, gib mir mal nextInt, schon wieder null terminiert, mit einem Argument von 8, weil es waren halt 8 Leute da. Und dann kann ich das konvertieren in einen Rust-Integer und kann das dann ausgeben. Jetzt wollen wir mal probieren, ob das immer noch funktioniert. Dadurch, dass es so experimentell ist, kann es bei jedem Vortrag sein, dass es kaputt geht. Immer wenn ich Rust update oder GraalVM update. Heute scheint es aber zu gehen. Es ist sehr vorteilhaft. So, das kompiliert wieder. Genau, dann habe ich jetzt hier Winner is one. Also das ist jetzt eine Zufallszahl, die ich aus der JVM gezogen habe. Nochmal laufen lassen. Und dann ist das hoffentlich was anderes als 1, Nummer 6. Genau. Also ihr seht, das habe ich nicht vorbereitet. Das ist tatsächlich eine Zufallszahl, die jetzt hier gezogen wird. Aber dadurch, dass eigentlich jetzt genügend Bücher und so hier rumliegen, brauche ich eigentlich niemanden jetzt zu ziehen. Also ihr könnt mir das auch einfach so glauben, dass das eine richtige Zufallszahl ist. Gut, dann bin ich eigentlich am Ende angekommen. Und ich glaube, wir haben genug Zeit für Fragen und Beschimpfungen. Und das braucht man doch alles nicht. Genau, aber um das nochmal zusammenzufassen, ich finde dieses GraalVM-Projekt richtig cool, weil es eine Sache ist, wo wirklich mal starke Innovation passiert, also jetzt nicht nur so ein bisschen inkrementelle Verbesserungen, wir haben jetzt mal hier Lambdas und wir haben mal diese JDK-API erweitert, man kann jetzt irgendwie Stream.forEach machen, also so kleinere Sachen, sondern es ist wirklich, wo man das ganze Ökosystem mal neu gedacht hat und mal gesagt hat, was wäre eigentlich, wenn wir es allen ermöglichen würden, die Programmiersprachen zu erweitern oder irgendwie die miteinander zu verbinden. Und das finde ich, finde ich eigentlich sehr spannend. Ob man dann natürlich für sowas wie diese Geschichten mit Rust ausführen, ob man dafür einen Use Case findet, das steht wieder auf einem anderen Blatt. Ne? Aber ich finde es eigentlich ganz cool. Auf Oracle wird immer viel geschimpft, aber dass sie da wirklich mal diesen Schritt gemacht haben, gesagt haben, wir geben jetzt einfach mal so einer Forschungsgruppe in der Schweiz 10 Jahre lang irgendwie Geld, dann bauen die mal GraalVM und dann kommt da auch wirklich was bei raus, was richtig cool ist, finde ich, sollte man schon mal honorieren. Gut, dann, Fragen. Kann ich? Nein? Kann ich jetzt doch eine Frage stellen? Ja. Also das heißt eigentlich im Umkehrschluss in Zukunft, wenn wir Microservice entwickeln und ich suche Funktionalität und ich habe eine Bibliothek zum Beispiel in Ruby gefunden oder in Rust oder in Python, ne, dass ich sage, okay, ich kann jetzt hier, obwohl ich hier Spin Boot mache und so weiter, kann ich das einfach in der GraalVM aufrufen. Genau. Lassen wir das durch eine GraalVM übersetzen in Bytecode und kann diese Funktionalität nutzen. Genau. Das ist ja bei das immer so gewesen, ach, schöne Funktionalität, gibt es leider keine Java-Bibliothek dazu. Ja, ich gucke mir da mal, okay, ist so Open Source, gucke mir das an, muss ich das in entsprechend portieren und muss das in den Java nachimplementieren. Mhm. Braucht man eigentlich nicht mehr, genau. Brauche ich nicht mehr, habe aber dann natürlich auch diesen Nachteil, also bisher sieht es für mich jetzt noch als Nachteil aus, weil
so tief bin ich nicht in der Programmierung drin. Ich bin eher so der Systemintegrator, dass ich sage, okay, ich nutze mir Bibliotheken, wie funktioniert das, lese halt das README kurz durch, ja, funktioniert, fertig. Ne? Kann ich testen. Jetzt habe ich aber diesen Aufwand, dass ich dann wirklich ein paar explizite Schritte brauche, um diese Klassen laden zu können. Mhm. Genau. Das wird vielleicht irgendwann besser, wenn die. In Zukunft noch etwas verbessern. Genau, also wenn die Build-Tools vielleicht da irgendwelche coolen Plugins haben, fällt das dann vielleicht gar nicht mehr auf. Kann gut sein. Ne? Eine Sache, die wir bei InnoQ tatsächlich auch benutzen, das ist allerdings noch nicht, also das ist auch auf GitHub und so alles, aber die Version mit GraalVM ist noch nicht, das ist noch keine published Version, das ist erstmal nur ein Branch. Weiß nicht, wer hier kennt JSX? Also wer hat schon mal was mit React gemacht? React hat ja diese eigene Sprache, um so HTML-Elemente zu erzeugen. In Java nutzt man ja oftmals in Spring Boot Simleaf oder irgendwas anderes. Ja. Und jetzt weiß ich nicht, also ich persönlich finde Simleaf gar nicht so toll. Ich finde, ich muss da echt hart überlegen, was ich da tun muss, um das zu erzeugen, was ich will. Ja, und JSX finde ich sehr cool, weil man schreibt eigentlich fast eins zu eins so HTML-Code runter. Man kann dann an bestimmten Stellen sagen, hier möchte ich jetzt mit JavaScript irgendwie die Logik drin haben. Ist also eine sehr einfach zu lernende Templating-Sprache. Man kann dieses JSX ist eigentlich JavaScript, also es wird quasi von so einem Präprozessor in JavaScript übersetzt, da kriegt man irgendwelche verschachtelten Funktionsaufrufe raus. Und wir haben auf GitHub einen Adapter, der das mit Spring Boot verwenden kann. Also man kann quasi, wenn man diesen Adapter benutzt, kann man in Spring Boot statt Simleaf dieses JSX benutzen. Momentan läuft das noch auf NASHorn, aber das Ziel ist es, das auf GraalVM zu portieren. Und dann könnte man quasi das auch effizientes Templating machen, dank der JavaScript-Ausführung von der GraalVM. Genau. Also mit NASHorn geht es schon auch, ist auch effizient genug, aber NASHorn ist halt so ein Spezialfall, ist halt eine ausschließlich JS-Engine. Ja, das wäre also so ein Beispiel, wo man von dem JavaScript-Ökosystem profitieren kann. Und dadurch, dass wir im Prinzip schon diesen Spring Boot Adapter publiziert haben, muss man für Anwendungen dann nichts Besonderes machen. Kann einfach diesen Adapter importieren, schreibt dann irgendwelchen JSX-Code runter und fertig. Man könnte sich auch hergehen, könnte dann die Ruby Templating Engine anbinden. Also es gibt dieses ERB, was auch sehr viele Leute benutzen. Und das wäre dann halt cool, wenn man im Microservice-Umfeld hat man ja oftmals das Problem, wie kriege ich ein einheitliches Frontend hin? Also ich habe jetzt irgendwie so, eine Webseite besteht aus 10 Services und alle rendern irgendwas anderes. Wie kriege ich jetzt hin, das miteinander zu integrieren? Dann könnte man sich dann quasi einigen, man schreibt sämtliche Templates in, weiß nicht, Ruby zum Beispiel oder in JSX und kann dann entweder mit Ruby oder mit JavaScript oder halt mit Spring Boot dann die gleichen Templates ansprechen, was ich sehr cool finde. Meines Wissens, glaube ich, für Linux und eventuell noch für Windows irgendwie demnächst mal, ja? Also, jetzt haben wir die eine Seite, Programmiersprachen, können die beliebig mischen. Mhm. Auf der anderen Seite ist es im Moment, glaube ich, so, wird das alles in Linux-Code quasi umgewandelt. Also, Linux und, also sowohl für Linux als auch für macOS gibt es gerade Implementierung. Genau, für Windows habe ich keine Ahnung, ehrlich zu sein, würde mich aber wundern, wenn das nicht geht. Ansonsten, ich meine, für Windows gibt es ja auch mittlerweile diesen Linux-Support. Also damit sollte es auf jeden Fall gehen. Mhm. Ja. Ja. Aber ich glaube, wenn man das dann irgendwie im Serverumfeld benutzt, lässt man sowieso auf Linux laufen. Also. Naja, experimentell will man ja vielleicht irgendwann auch mal von Linux wegkommen. Vielleicht, ja. Wenn wir schon gerade dabei sind, irgendwelche Gruppen zu beleidigen. Also. Es könnte sogar sein, ich kann mir das vorstellen, ich weiß es nicht, dass sie auch eine Implementierung für ARM haben und vielleicht für irgendwelche BSDs. Mhm. Dann kann man hergehen und kann vielleicht irgendwie ein BSD auf einem ARM installieren und sich freuen. Ich weiß nicht, ob das geht, aber ich sehe zumindest keinen Grund, warum das nicht gehen sollte. Mhm. Also rein technisch sollte es eigentlich die Möglichkeit gegeben sein, dass man es also genau. Beliebige... Diese Truffle API sollte weitestgehend betriebssystemunabhängig sein. Hotspot selbst natürlich, die effiziente Java-Ausführung ist natürlich hart plattformabhängig. Wenn man da irgendwie so einen nativen Code erzeugen muss. Aber diese Truffle Framework an sich, das ist auch weitestgehend in Java geschrieben selbst. Also man kann, sie haben quasi diese ganzen Just-in-Time-Compiler-Zeugs, haben sie alles in Java geschrieben. Also das ist quasi Java-Code, der sich so selbst optimiert. Und das ist eigentlich plattformunabhängig.
Ist natürlich die Frage, ob Oracle die Builds dafür bereitstellt, aber eben, man kann halt auch überlegen, sich das selber zu bauen. Also die Sourcen sind einfach da, die kann man sich selber bauen. Und wenn man mit dem Free-Produkt ausreicht, also wenn man jetzt nicht irgendwie Managed C-Code ausführen muss oder irgendwie auf einer Oracle-Datenbank, dann reicht das auch voll aus, wenn man es versuchen zu bauen. Dann können wir effizienten Rust-Code auf einer JVM auf einem Raspberry Pi ausführen lassen. Ich stehe mir schon vor, ein Kubernetes-Cluster, der nur aus Raspberry Pis besteht. Ich kenne schon Leute, die sowas machen, bei der diesjährigen Oracle-Code-Bahn, das ist ja quasi die ursprüngliche Java-Bahn, da haben die 1000 Raspberry Pis zusammen vernetzt und mal dann Kubernetes gemacht. Wie gut hat das funktioniert? Es lief, das war mal so schon. Die Cases da alles schön sauber vernetzt wurde, das war vom Umfang echt wie zwei Server Racks hintereinander gestellt. So. Okay. Jetzt ist die Frage, was ihr möchtet. Also ich habe die Pizza bestellt.